Ich wünsche euch Gesundheit, liebe Ukrainer. Hier ist mein kurzer Bericht über die heutigen Aktivitäten. Gerade eben habe ich mit dem Präsidenten Brasiliens gesprochen. Es war ein gutes Gespräch. Wir starten die Beziehungen zwischen unseren Ländern neu, auf höchster Ebene. Ich habe ihn über die Angriffe Russlands auf unsere Menschen, über die Tötung von Kindern und die Angriffe auf unsere zivile Infrastruktur informiert. Und Brasilien für die Unterstützung unserer Resolution zum Frieden und zur territorialen Integrität unseres Landes gedankt. Wir haben die Bemühungen von Diplomaten angesprochen, die der russischen Aggression ein Ende setzen und den Frieden in unserem Land, in der Region und auf der ganzen Welt wiederherstellen können. Insbesondere die internationalen Bemühungen zur Umsetzung unserer Friedensformel. Ich habe heute auch mit dem Bundespräsidenten der Schweiz gesprochen. Dies war unser erstes Gespräch mit dem neuen Präsidenten. Ich habe ihm für das Unterstützungspaket für die Ukraine und für unser Volk gedankt. Wir haben unsere weitere bilaterale Zusammenarbeit und mögliche Interaktionen auf internationalen Plattformen erörtert. Ich habe gehört, dass die Schweiz an der Umsetzung unserer Friedensformel interessiert ist. Dies ist ein sehr gutes Signal. Heute gab es wieder eine Tagung des Obersten Kriegsrates, bei der es rein um die Lage an der Front und um die Sicherheitslage ging. Der Oberbefehlshaber hat allgemein berichtet. Der Geheimdienst hat berichtet. Die Kommandeuren unserer Truppengruppen berichteten detailliert zur Lage in bestimmten Kampfgebieten. Der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppe Kortizia teilte mit, dass die wesentliche Aufmerksamkeit nach wie vor auf Bachmut konzentriert ist. Mit dem Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppe Tavria haben wir die Frontrichtungen Donetsk und Saporischschja durchgegangen. Es gab einen ausführlichen Bericht von General Tarnavsky. Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich antworten. Der Besatzer wird unausweichlich unsere Stärke spüren. Die Stärke der Gerechtigkeit in jeder Beziehung. Und ich danke allen unseren Rettern, die seit gestern Nacht die Trümmer des Hauses, dessen Eingang von der Rakete zerstört wurde, wegräumen. Es konnten 11 Menschen gerettet werden, und mehr als 70 Menschen erhielten Hilfe. Für den Augenblick sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Mein herzliches Beileid an die Familien. Der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppe Odessa berichtete über die Situation im Süden, insbesondere über die Stadt und Region Cherson. Auch den Norden unseres Landes, die Grenze, lassen wir natürlich nicht außer Acht. Unsere Kommandeure wissen sehr wohl, dass ihre Aufgabe darin besteht, alles zu tun, um das Feuer der Terroristen zu unterdrücken. Und wir arbeiten ständig mit unseren Partnern daraufhin zusammen, um die Reichweite unserer Möglichkeiten zu erhöhen. Heute habe ich mehrere Verordnungen über die Auszeichnung unserer Soldaten unterzeichnet. Insgesamt sind heute 847 unserer Verteidiger und Verteidigerinnen mit staatlichen Orden ausgezeichnet worden. Soldaten unserer mechanisierten Brigaden, Panzersoldaten, Artilleristen, Marinesoldaten, Geheimdienstmitarbeiter, Soldaten der Luftstreitkräfte, Kämpfer der Spezialeinheiten, der Territorialverteidigung, der Nationalgarde, der Nationalpolizei, des Grenzschutzes, Mitarbeiter des staatlichen Ermittlungsbüros und des staatlichen Dienstes für Notstandssituationen. Über 40.000 unserer Verteidiger und Verteidigerinnen wurden bis heute für ihren Mut und ihre Leistungen mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. Ich danke allen, die unser Land verteidigen. Ich danke allen, die Russland täglich beibringen, dass sich die Ukraine nicht kleinkriegen lässt. Wir halten Stand. Wir werden gewinnen. Und alle russischen Terroristen werden zur Rechenschaft gezogen werden. Ehre sei unseren Soldaten. Ehre für die Ukraine.